wunderschönen guten Morgen. Ihr seht endlich wieder ein Video von mir. Es ist nun lange her, meine Kamera war kaputt. Ich habe eine neue bestellt, die war dann auch kaputt. Und es war ein Hin und Her, ein Drama. Jetzt habe ich eine, ich hoffe es funktioniert. Seid mir nicht böse, wenn die Einstellungen noch nicht 100% sind. Ich habe die gestern Abend erst bekommen und noch nicht ganz so viel ausprobiert, weil ich gestern noch lange auf dem Turnier war. Und zwar nehme ich euch heute trotzdem schon mal mit nach Balve. Und Balve sind die deutschen Meisterschaften der Dressur- und Springreiter. Und ich werde heute Mittag einen kleinen Auftritt machen, eine kleine Autogrammstunde und heute Abend dann in der großen Show reiten dürfen. Ich freue mich total, habe auch schon alles gepackt, da konnte ich euch jetzt leider nicht mitnehmen, weil die Kamera ja gestern Abend erst gekommen ist. Hier sind noch die letzten Sachen, also meine Tasche und mit mein Outfit, also mein Kleid, alles was ich für die Show so brauche. Ja, ich bin umgezogen, das heißt, jetzt geht's ab zum Hof und dort sehen wir uns dann gleich wieder. Ich bin zu Hause angekommen und habe gerade meine Tasche umgeworfen. Ach ja, das startet ja gut heute. Und packe jetzt nochmal schnell die Sachen in den Transporter, denn das sind so die letzten Sachen, die jetzt noch mit müssen. Hier sind alle Showsachen drin, also alles, was wir an Sprüngen und Tüchern und weiß der Geier was brauchen. Da kommt Balu gleich rein. Wenn ich die Tasche jetzt gleich noch nach vorne bringe, ist auch alles gepackt. Dann werde ich gleich mal bei Balu in den Stall gucken. Und ich hoffe, dass er sich nicht so dreckig gemacht hat, weil gestern habe ich ihn extra noch gewaschen. Aber das gucken wir gleich mal. So, der Transporter ist auch startklar. Ich muss nur das Heunetz nachher noch festmachen. Aber das kann ich erst, wenn Balu draufsteht, weil wir dann die Klappe noch in der Mitte zumachen müssen. Und jetzt gehen wir mal zu dem kleinen Mann. Ja, Balu steht auf der Wiese. Papa hat ihn noch mal rausgelassen. Ich hoffe nur, dass er sich nicht noch wälzt, weil er wie gesagt schon gewaschen ist. Er guckt schon. Was steht heute an? Lisa hat die Kamera dabei. Was habe ich vorhin gesagt? Balu ist sauber und ich habe ihn gestern gewaschen, gestern Abend. Wie davon der geile Humphrey. Davon sieht man ja richtig viel, mein Schatz. Hast du wieder alles gegeben, wa? Gleich geht's los. Darf ich dich jetzt mitnehmen? Ja, ich denke, ich werde Balu jetzt noch mit reinnehmen. Man muss hier noch mal ein bisschen schrubben, dass wir da auch wirklich ordentlich aufkreuzen. Aber ich denke, er würde lieber auf der Wiese bleiben. Ich brauche ein bisschen Überredungskraft. Es ist noch früh. Aber jetzt haben wir's. Balu ist fertig und startklar. Sieht total schick aus mit dem Schweißschoner, aber es muss sein, weil auf dem Transporter macht er sich sonst den ganzen Hintern voll. So, dann warte ich noch auf meine Eltern, dann geht's los. Der genießt nochmal zweites Frühstück und sein Heu natürlich. Und ich habe jetzt auch nichts an Transportgamaschen oder Decken drauf gemacht, weil es einfach echt zu warm wird sonst. Dachluken sind auf. Dann kriegt er gleich noch die Belüftung hier an und dann sollte alles gut gehen. Und wer sitzt da und zittert schon wieder, weil er Angst hat, dass er nicht mitkommt? Oh, Klunche! Hey, Mausi, du kommst mit. Du darfst heute mit. Och, Muckilein. Der kann so richtig leidig gucken, damit man ihn auch ja mitnimmt. Guckt euch den armen Hund an. Hm? Willst du mit nach Balve?
halt noch einen Parkplatz. Ich schau mal einmal nach dem kleinen Bubi, aber der hat da sein Heu und dem geht's, glaube ich, ganz gut. Ne? Geht's dir gut? Wir fahren noch gut anderthalb Stunden und dann sind wir auch da. Jetzt gerade regnet's und ist ein bisschen fies draußen, aber es soll trocken werden. Es soll nur um zwischen 1 und 2 regnen, also genau, wenn ich meinen ersten Auftritt habe. Aber naja, Lisa Regen reiten, die mir schon länger auf Instagram folgen, wissen, dass ich das gewohnt bin. So, eine Runde mit dem Hündchen laufen und dann geht's weiter. Ich bin jetzt gerade im Stall. Ich konnte dich jetzt gerade nicht mehr mitnehmen, weil wir hier ein bisschen gucken mussten, wo wir parken, wo Balus Stall ist. Und ihr seht, ich habe keinen Sattelschrank mit dieses Mal. Deswegen stehen die ganzen Sachen hier. Und da ist der Balu, der die ganze Zeit mit seinem Boxennachbar flirtet. Und doch, der ist gut angekommen. Ihm geht's gut. Er trinkt, er frisst, er hat auch schon Heu. Also alles, was er braucht. Wir werden jetzt einmal übers Gelände gehen. Ich muss meine Musik noch abgeben, den Sprechertext und solche Geschichten. Ein paar Leute treffen und dann mache ich mich auch gleich schon fertig, weil um 13.45 Uhr geht es das erste Mal für mich in Aktionsring. Das ist ein kleiner Ring da vorne und dann gucken wir mal. Machen ihn da so ein bisschen locker, zeigen ein bisschen was von unserer Arbeit. Und heute Abend geht es dann in die große Show und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Wir haben noch so ein bisschen Besuch hier bekommen. Hallo! Hallo! Die wird tüdeln gerade noch bei Lu, weil Lu genießt sie. Das ist echt, das ist voll echt im Video. Psst, du musst ruhig sein. Naja, auf jeden Fall haben wir eigentlich alles für die Show jetzt besprochen. Gehe ich mal von aus. Wir üben das dann noch mit zwei anderen Helfern, die noch kommen, ne? Die Angela. Klar. Und alles da, super Dennis. Alles, und der Dennis, genau. Und super dann Dennis. Geht's gleich los, das Wetter hält sich. Und weil du genießt es gerade. Ja, da. Fragen wir da mal. Die werden ja den ganzen Parcours dann wieder rausfahren. Und dann können wir eigentlich schon aufbauen. Sie sagte, die haben an der langen Seite beim Jump and Drive irgendwie so ein paar Sprünge. Und sagte, Resi, die vorhin. Ja, wenn wir den Sprung da schon hinstellen könnten, das wäre natürlich... Nee, nicht bei der Fuhrenversteigerung. Okay. Weil da ist die VIP-Tribüne. Da ist ja die VIP-Tribüne, ne? Trefft euch doch um Viertel vor neun an dem Hotel hier. Reicht das? Eine halbe Stunde, um alles fertig zu machen? Na, Mathis? Ist dir warm? Ja. Ist ganz entspannt. Hinten im Transporter haben wir so eine kleine Bank hier. Oder eine Bank, Bett. Und ich glaube, Klunch hier ist auch irgendwo da unten, ne? Unter der Bank, man sieht ihn nicht. Naja, und da steht dann Balu hinter. Von daher können wir uns hier ein bisschen ausruhen. Und Kekse essen. Nom 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 nom.
richtig lecker. Hallo Papa. Ja, wo ist der Butterkugel? Da muss welche Kugel? Kuckuck. Ich habe eine verrückte Familie. Kuckuck. Da guckst du direkt weg. Ja. Nö, nicht. Alles gut. Oh ja. Alles gut. Ich gehe jetzt mal in den Rock. Kuckuck. Jetzt ist es soweit. Ich habe den Klunche gerade hier. Hier stehen noch die ganzen Sachen von Lorenzo. Klunche, komm mit. Und jetzt fangen wir an und bauen schon mal die Sachen auf. Da am Anhänger stehen ja die ganzen Sachen. Und das muss noch so ein bisschen zusammengeschraubt werden und fertig gemacht werden. Und ja, es ist jetzt gleich 8 Uhr. Laut Plan bin ich um circa 9:30 dran. Das heißt, wir sind gut in der Zeit. Hast du einen Galgen gefunden? Ja. Das ist aber das Problem, der ist nicht hoch genug. Das können wir ändern. Ja, guck mal, wenn wir ihn hier hinstellen. Der ist hoch genug. Das passt. Oh, da wollte ich mich denn alle hängen. Pass ihn doch gleich oben drauf. Genau. Hoher Fall. Hey, Mathe! Hier hinten links? Ja. Schon was leichtes Mittag und auch für uns für eine junge Dame, die zu uns kommt. Diese junge Dame ist eigentlich ganz klassisch ausgebildete, ja, Leiterin des Zielseitigkeit. Das ist mir mehr Freude hat, leistungsfähiger ist und mehr Spaß an der Arbeit hat, seit dass sie beides kombiniert. Angefangen hat sie vorletztes Jahr, bei so kleinen Shows aufzutreten. Und sie ist immer besser geworden. Und das Publikum liebt sie. Nicht zuletzt war sie bei der Equitana in der Pop-Pop-Show. Eine der wichtigsten Shows der Welt, wenn es um Showreife geht. Da die Tourmeldung geht. Das zeigt sie mir heute Abend. Lassen Sie sich verführen, träumen Sie ein wenig mit. Und ja, lassen Sie die Harmonie und die Freude, diese beiden miteinander verspüren, in sich aufnehmen. Herzlich willkommen bei uns, bei der Musik, bei der Musik. Lisa Wackerle.
Wir sind fertig. Ich bin total happy. Wir fahren jetzt nach Hause. Es wurde Full House hier im Transporter. Nach Hause. Ja. Es ist 11:30. Wir fahren aber noch circa 3 Stunden. Und ich bin mehr als zufrieden mit der Show. Valu hat super mitgemacht. Und der steht schon hinten drauf. Es sind alle Sachen gepackt. Da konnten wir euch leider gerade nicht mitnehmen. Und das muss immer zügig gehen. Und jetzt fahren wir zurück. Ich gucke mal, ob ich schon die ersten Sachen schneide. Und ansonsten mache ich das die nächsten Tage. Aber ihr habt das Video jetzt schon gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht melde ich mich nachher nochmal, wenn wir angekommen sind. Sachen auspacken, denn morgen früh geht es wieder zum Turnier mit Greg Paolo. Heute früh. Heute früh. Oh, danke, Papa, für den Hinweis.